Ja, vielleicht hast du in letzter Zeit ziemlich oft von Jesus gehört, vielleicht auch durch ein Video auf YouTube, ja, ein Sänger aus einer Musikgruppe, der sich zu Jesus bekennt, ein Fußballspieler, der über Jesus gesprochen hat, ein Politiker, der sich zum christlichen Glauben bekennt. Vielleicht bist du auch einfach nur durch die Stadt gelaufen und jemand hat dich angesprochen und dir von Jesus erzählt. Dann hast du noch ein Plakat gesehen, wo auch noch was von Jesus draufsteht. Jesus lebt und Jesus liebt dich. Ja, und dann hast du noch mal irgendetwas, ein Buch gefunden, wo etwas über Jesus steht. Also so, du fühlst dich schon so richtig verfolgt vielleicht von Jesus und das ist dann auch wirklich so. Jesus geht dir nach. Und ich weiß, dass viele gar nicht so richtig wissen, ja, wie sie dann Jesus kennenlernen können. Vielleicht bist du auch schon so an dem Punkt und denkst, jetzt willst du aber mal wissen, wer Jesus ist, aber wie sollst du das denn machen? Und du meinst vielleicht, du musst in ein spezielles Gebäude gehen oder in eine Kirche oder du musst irgendwo speziell hingehen. Nee, brauchst du nicht. Jesus kannst du jetzt kennenlernen, dort kennenlernen, wo du jetzt gerade bist. Du kannst ganz einfach mit Jesus sprechen, auch so wie du bist. Red einfach so wie mit einem guten Freund, weil Jesus möchte eine persönliche Beziehung haben und er kennt dein Herz sowieso von Grund auf. Du kannst ganz normal mit ihm reden. Du kannst sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Dann führ du mich, dann gib du mir die passenden Menschen, vielleicht stell mir die Menschen in den Weg, gib du mir Kontakte, red einfach mit Jesus, so wie du bist und dort, wo du bist. Du kannst auch dir eine Bibel besorgen, vielleicht hast du eine zu Hause, dann kannst du anfangen, im Neuen Testament zu lesen und auch da kannst du Jesus fragen. Da kannst du sagen, ja, Jesus, hilf du mir, dass ich das jetzt besser verstehe, dass du mir die Ohren und die Augen aufmachst, mein Herz berührst, dass ich einfach alles von dir aufnehmen kann, was ich höre, was ich sehe. Mit Jesus kannst du echt reden wie mit einem guten Freund. Er möchte eine persönliche Beziehung zu dir. Und ich glaube, dass jetzt echt die Zeit gekommen ist. Du hast schon viel gehört. Du bist ihm schon oft über den Weg gelaufen. Er läuft dir hinterher und lad ihn einfach ein, in dein Leben zu kommen. Lass dich von Jesus führen. Lass dich von Jesus füllen, lass dich von Jesus an die Hand nehmen. Du kannst ihn auch fragen, dass er dir die passenden Menschen zeigt. Ja, Jesus möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Und mehr noch über Jesus kannst du auch erfahren auf unserer Internetseite unter www.netzwerk-c.de. Sei mächtig gesegnet. Bis dahin, in Jesu Namen. Amen.